So, zweiter Teil. Eichhörnchen, Kommunikation, sei frech, keck, authentisch und wendig im Ausdruck des Lebens. Lebe dein Sein. So, wir hatten ja nun gerade gesagt, dass das, auch gerade im ersten Video, Neues ausrichten. Ganz neu ausrichten und das zu verändern, um die Verhaltensweisen, die wir hier haben, zu verändern. Nochmal, ich bin immer noch bei der Zimtstange, ja, falls jemand länger stoppen musste oder so. Hier neue Ausrichtung durch Loslassen. Jetzt kommt Eichhörnchen. Kommunikation. Sei frech, keck, authentisch und wendig. Im Ausdruck des Lebens lebe dein Sein. Das heißt, lass das los, diese Schreckensgespenster, und lebe das, was du bist. Zur nächsten Karte. Gespräche, Auseinandersetzungen. Und da würde ich jetzt sagen, da du das loslässt, sind es deine eigenen inneren Gespräche, die du mit dir führst. Kommunikation. Du sollst mit dir selbst in Kommunikation gehen. Ein Selbstgespräch, eine Selbstbilanz ziehen, zu Erkenntnissen kommen, indem du vielleicht auch tatsächlich im Außen dich mit Menschen darüber unterhältst. Aber ich sehe hier vorwiegend deine eigenen Gespräche mit dir selbst, mit deinem Bewusstsein, mit deinem Unterbewusstsein, mit deinem Ego. Das kommt gerade, ne? Hier loslassen, Ego-Themen loslassen, die alten, ins Gespräch gehen. Mit dem, was da bei dir durchkommen möchte, nämlich dein höheres Selbst, dein Bewusstsein, möchte mit dir in dieses Gespräch gehen, dass du das loslassen kannst, dass du dahin kommst und das wahrnimmst. So, und dann habe ich noch eine Karte, und zwar heile die Wunden. Heile die Wunden, passt super perfekt. Und ich habe hier halt eine Zeitkarte gezogen und da geht es hier gerade um 8 Wochen bis 8 Monate. In der Zeit, ich würde hier tatsächlich eher von den 8 Wochen ausgehen. Weil die Zeit geht jetzt im Moment sehr schnell. Und dieses Thema ist bei dir, wird selbst die 8 Wochen, finde ich, kann ich sagen, innerhalb der nächsten 8 Wochen. Ja? Also da diese Legung hier für 6 Wochen gilt, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier von 6 Wochen sprechen. Ja? Also, super, perfekt, sehr schön, wunderbar. Gehe ich weiter und mache weiter bei dem Stein. Jetzt. Stein. Die versteinerte. Ne? So. Haben wir hier die erste Karte. Oder genau, Moment, ich habe vorhin angefangen bei dem Loslassen. Mache ich das hier auch? Also, wir haben hier die Witwe und die Schöpferhand. Abschied, Loslassen, Trauer, Verlust. So, nochmal. Die Witwe. Die Schöpferhand. Und ich zeige das dann mal einzeln. Die Witwe sagt Abschied, Loslassen, Trauer, Verlust, Enttäuschung. Ich gucke gleich mal. Lege ich das mal hier drauf. Und die Schöpferhand sagt Chancen, großes Glück, Neubeginn, Wachstum, Geschenke des Universums, sehr gute Entwicklungen.
Also diese Karten reden ja vom Loslassen. Was sollen wir loslassen? Da ich hier, ich glaube, das ist das Wichtigste erst einmal. Ich glaube, wenn sich jemand das anguckt, dann ist es hier. Sind das nicht viele Menschen, wenn sogar bloß ein oder zwei, wo das Thema ist? Denn ich werde hier ganz stark auf dieses Grab hingewiesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier geht, um jemanden loszulassen. Eine Trauer, in der man ist, endlich loszulassen. Es könnte sein, dass es hier Menschen gibt, die einfach noch so sehr trauern wegen einem Todesfall oder wegen einem Ereignis, was sie begraben mussten. Und dieses Begräbnis hängt ihnen noch so an, dass sie das nicht loslassen können. Und da es hier eigentlich vorwiegend ums Loslassen geht, aber diese Karte hiermit gefallen ist, sagt mir diese Karte: Bitte lass das los. Wenn du loslässt, kommen von ganz, sie können erst helfen, die dir helfen wollen. Wenn du dieses Thema loslässt, es geht aber nicht vorher. Diese Karte ermahnt: Hör auf, lass es los. Jetzt gucken wir mal weiter, ich bin gespannt. Da kommt die Maus, Gerechtigkeit. Das, was du gesät hast, wirst du ernten. Gerechtigkeit und Ausgleich stehen an. Alles rückt sich in das rechte Maß. So, das will zu dir kommen. Genau das. Und es kommt und darf erst zu dir kommen, wenn du aus diesem Tief herauskommst, wenn du dir das selbst auferlegte Leid loslässt. Und deshalb kam auch diese Karte. Das selbst auferlegte Leid ist nicht notwendig. Es ist vorbei. Es muss jetzt vorbei sein. Die Maus ermahnt dich. Gehen wir weiter. Bin gespannt. Und das führt dich zu diesem Schlüssel. Also alles spricht davon. Alles spricht davon. Der Schlüssel liegt im Grunde genommen schon in deinem Briefkasten. Ich weiß nicht, warum ich das gerade sage. Keine Ahnung. Und du traust dich da aber nicht reinzugehen, weil, oder du traust ihn dir nicht zu sehen, weil du immer noch in dieser Geschichte da, nein, da ist nichts drin. Nein, es ist nein. Da hängst du. Hier. Schlüssel. Nächste, letzte. Vollende etwas, lass. Ach, das gibt's ja nicht. Ja, vollende etwas, lass einfach los. Oh Gott, da ist echt. Also, hier sind entweder mehrere oder eine. Also, hier sind hier diese Positionen, die den Stapel gezogen haben. Also, deutlicher geht's gar nicht. Lass los. Und jetzt werden sich vielleicht einige fragen, ja, wie mache ich denn das? Ganz einfach. Diese Gespenster, die du im Kopf hast, abends bevor du ins Bett gehst. Es ist oft so, dass wir genau an die Dinge denken, was das Ego uns so alles so vorgaukelt. Und ihr werdet das Ganze jetzt ändern. Ihr werdet jedes Mal, wenn ihr abends ins Bett geht, genau daran denken, dass ihr eure Gespenster. Hier geht es ja weniger um Gespenster, sondern hier geht es um Trauer, um vielleicht auch um Depression, kommt mir gerade, vielleicht auch um Depression. Das loslassen könnt, indem ihr abends visualisiert,
was ihr euch selbst wert seid. Was bin ich mir wert? Wie möchte ich leben? Was soll mein Leben sein? Das abends für euch einfach. Mit einem Gebet, mit Meditation, wie auch immer. Aber ihr sollt, ihr dürft, ihr müsst es visualisieren. Und dann loslassen. Ich habe hier 6 Wochen. Das heißt, möglich ist es. Und ich denke, es geht hier auch um die nächsten 6 Wochen. Und dann, wenn ihr das tut, könnt ihr innerhalb der nächsten 6 Wochen dieses Thema abschließen. Kommen wir zum letzten, und zwar das Blatt. Was sagt uns das Blatt? Was darf losgelassen werden? Da haben wir hier Leidenschaft, Temperament, Stolz, Stärke, Optimismus, Unternehmenslust. Der feurige Mann. Ich würde hier sagen, hier ist jemand sehr, sehr, sehr temperamentvoll und macht mit seinem Temperament sich teilweise das Leben sehr schwer. Sagt vielleicht, ohne zu überlegen, Dinge. Also Temperament und Feuer zu haben, ist super, ist sehr gut, ist schön. Aber wenn wir zu viel Temperament haben, können wir genau das ganze Gegenteil erreichen. Weil wir keinen Ausgleich haben. Und ich denke, hier geht es eben darum, im Gleichgewicht mit diesen Emotionen umzugehen. Ich erhalte hier gerade, hier könnte es um Menschen gehen, die mit harten Worten, mit forschen Worten, vielleicht gerade hier, was eben jetzt so in der Politik und alles passiert, sich da oft so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie sich selbst wehtun. Euer Temperament ist im Moment so groß, dass ihr euch selbst wehtut und nichts Konstruktives damit anfangen könnt. Deshalb sollt ihr, ihr geht es nicht direkt ums Loslassen, sondern was soll ich weniger? Ich hatte am Anfang gesagt, die Karten deuten auf, was soll weniger oder was soll losgelassen werden. Also bei der, hier ging es um Loslassen, hier ging es um Loslassen. Hier würde ich sagen, geht es um weniger. Weniger ist mehr. Dann gucke ich jetzt mal gleich weiter. Und zwar, jetzt kommt die Kuh, Fülle und Segen. Die Glücksgöttin Fortuna schüttet jetzt ihr Füllhorn über dich aus. Großer Segen kündigt sich an. Also das, was du willst das Richtige, aber noch nicht in dem richtigen Maß. Du bist auf dem richtigen Weg, aber noch nicht im richtigen Maß. Du hast es verstanden, aber noch nicht das richtige Maß gefunden. Denn das will dann kommen. Das weißt du auch. Es liegt jetzt nur noch daran, in das richtige Gleichgewicht zu kommen. Jetzt gucke ich mal weiter. Da haben wir. Es könnte sein, dass hier, weil die Wolken an diesem, dass hier eine Psyche, ein psychisches auch, dass hier schon jemand eigentlich, dass sich dass diese Überreaktionen, die hier sind entstanden aufgrund von, ja, im Leben. Unser Leben spielt manchmal ganz unser Karma, ja, Karma-Auflösung und, was da nicht so alles mit reinspielt. Und das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass du so geworden bist. Jetzt aber, also die Karte spricht für mich, diese 3 Karten sprechen für mich für die Psyche. Ja, die Psyche braucht jetzt diesen Ausgleich. Weil, genau, jetzt kommt noch mehr. Und zwar, dieses Verhalten hat dazu geführt, dass die Psyche gelitten hat. Und der Storch sagt, hier ist die Sonne, sagt, hier sind die Wolken, hier auch. Die Psyche sagt dir, bitte, bitte, komm da raus, komm da ins Gleichgewicht,
weil die Störche sagen immer, reden immer von Neuausrichtung, Umzug, Seelenumzug, Gleichgewicht. Also du sollst dich hier in das Gleichgewicht kommen. Aufhören mit diesen Extremen. Genau, Extreme. Hier, ich glaube, hier geht es einfach um Extreme. Und das ist nicht mehr gewollt. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Es gab letztens gerade mich mit jemandem unterhalten, da gab es so Szenerien wie, der Kampf, wir müssen jetzt, na, da sind wir durch. Da sind wir durch. Jetzt müssen wir anfangen zu transformieren. Ich habe über die Atmung auch schon gesprochen und hier, der Stapel, glaube ich, geht genau an die ganze Zeit, genau. Der Stapel geht an jene Menschen, wo ich letztens das Video gemacht habe, in der Not, irgendwas mit Not, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich den Menschen einfach Mut gemacht habe und wo ich die Depression der Menschen oder die Kraftlosigkeit der Menschen gespürt habe. Ihr habt so viel verfeuert an Energie in den letzten Jahren, dass da jetzt die Psyche so drunter gelitten hat. Ja? Und dieses Feuer ist ja gut. Dieses Feuer ist ja das, was euch, was auch geholfen hat, was ja auch Erkenntnis gebracht hat, was anderen Menschen, denen ihr vielleicht geholfen habt, vielleicht habt ihr selber einen Kanal und habt aufgeklärt. Das hat alles was bewirkt, aber ihr habt euch vielleicht teilweise vergessen und so sehr, dass das jetzt passiert ist. Und jetzt sollt ihr an euch denken, in euer Gleichgewicht kommen, weil wenn ihr in euer Gleichgewicht kommt, dann ist das auch im Außen möglich. Denn was ihr in euch macht, passiert auch im Außen. Na, die letzte Karte. Und da ist, finde neuen Sinn. 9 Wochen bis 9 Monate. Ja, das passt. Finde neuen Sinn. Ja, das brauchst du. Also diejenigen, die diesen Stapel gezogen haben, brauchen das. Und die 9, die fällt mir auf. Die 9 ist eine gute Zahl. Ich werde unter dem Video die Definition der 9 drunter setzen. Diejenigen, die den Stapel gezogen haben, gucken mal, ich werde die 9 nochmal schildern, weil ich weiß, dass das jetzt eine gute Zahl ist. Und finde neuen Sinn, 9 Wochen, 9 Monate. Da dieses, ich würde Monate hier wegstreichen und würde hier die 9 Wochen, mir kommen die 9 Wochen, das Orakel geht für 9 Monate und da die Zeit jetzt sich so schnell entwickelt, würde ich sagen, sprechen wir hier von bis zu 9 Wochen. Nicht in 9 Wochen, bis zu 9 Wochen kann es, ist die Zeit, ist der Zeitraum. Gut, ihr Lieben, das waren echt, also es war jetzt emotional auch. Und ja, oh Gott, ich bin schon wieder über die Zeit drüber. Naja, also ich fand das Orakel hier ganz, ganz klasse, weil eben hier nochmal an der Position war es, glaube ich, die Möglichkeiten und hier war Deutschland. Das war allgemein für Deutschland, direkt für Deutschland. Und es ging in diesem Orakel, habe ich das Gefühl, vorwiegend auch um die Zuschauer, die meinen Kanal gucken. Und es war so, also die Themen, die uns bewegen, für euch ist dieses Orakel. Also das ist klasse, wie das immer wieder funktioniert. Euch wird hier geholfen mit diesen. Es sind Tipps für euch, die ganz wichtig sind. Ja. Genau. Also klasse. Finde ich toll. Und dann würde ich sagen,
wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Und macht was draus. Ach, ich sehe gerade, dass ich hier oben noch Steine hingelegt hatte. Kann ich vielleicht nochmal hochheben? Hm. Vielleicht habt ihr die auch genutzt, aber ich habe sie ja nicht wirklich gezeigt. Es ging mir für mich mehr um diese Stein- und Zimtstange und Blatt. Genau. Gut, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, hier letzte Stapel Blatt 9, da werde ich also die 9, was die nochmal genau bedeutet. Vielleicht mache ich das bei allen. Hier war ja kein, hier waren die 8 und hier war, ja, lass los. Also das hier war ja auch, oh, ganz toll. Okay, also, ihr Lieben, macht's gut und wir hören uns und sehen uns.